Kennt ihr das? Wenn ihr denkt, verdammt, ich hätte vorhin ein Intro vorbereiten sollen, anstatt mir die 6. Portion Cornflakes mit Sojamilch reinzupflanzen. Nein? Na gut, spielt eh keine Rolle. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Brickpire Strikes Back. Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zurück bei Brickpire Strikes Back, dem Lego Reaction Kanal. Und heute dann auch mit dem ersten wirklichen Video, beziehungsweise der ersten wirklichen Reaction. Und zwar geht es heute um den May the 4th. Der ist jetzt gut seit 1,5 Wochen vorbei. Und ja, falls ihr nicht wisst, was der May the 4th ist, der May the 4th ist der offizielle Star Wars Day, weil es ähnlich klingt wie May the Force. Also, möge die Macht mit dir sein. Also, das heißt nicht, möge die Macht mit dir sein, möge die Macht mit dir sein. Heißt natürlich, May the Force be with you. Und ja, dazu schauen wir uns heute dann gleich zwei Videos an. Und zwar von Brickstory, dein Wissen über Klemmbausteine. Ist eigentlich ein relativ typischer Lego-YouTube-Kanal. Gibt Reviews, News, Top 10s und alles weitere. Und ja, der hat vor knapp über einem Jahr, am 6. Mai 2019 ein Video veröffentlicht mit dem Titel Alle May the 4th Lego Star Wars Zugaben vom 2011 bis 2019. Und dann schauen wir uns noch ein Video an vom 21.04.2020. Da geht es dann eben um das May the 4th Promo Set von diesem Jahr. Und ja, jetzt habe ich schon eine Weile geredet. Würde ich sagen, fangen wir an. Jedes Jahr zum Star Wars Tag, May the Force, gibt es von Lego ein exklusives Set im Lego Store. Das auf alle Fälle sehr, sehr nice. Feier ich. Ab einem bestimmten Einkauf gratis dazu. Und heute will ich dir alle Lego May the Force Promos zeigen, die es jemals gab. Was man bei Brickstory auf alle Fälle sagen muss, ist, er hat ein sehr, sehr nices Intro. Sind wir mal ehrlich, der einzige... Ich freue mich. Der First Order AT-ST. Oh Mann. Ich mag den. Ich mag den einfach. Ich meine, ich finde, Lego sollte sich an dem mal ein Beispiel nehmen. Die haben ja hier dieses nice Prinzip eingeführt, einfach das Cockpit wegzulassen, sondern das Cockpit einfach geöffnet zu lassen, so auf so freiluftmäßig. Finde ich gut. Also... Ich fände es eigentlich auch nice. Findet ihr das auch cool? So ein TIE Fighter einfach ohne Cockpit? Also ich verstehe nicht, warum die das nicht irgendwie weitergeführt haben. Ich meine, war ja auch sau erfolgreich. Und warum wir noch Lego Star Wars kaufen, sind die May the 4th Promos. Jedes Jahr... Okay. Das ist mal eine gewagte Aussage. Würde ich so nicht unterschreiben. Ja, also auf gar keinen Fall. Ansonsten würden ja alle nur noch am May the 4th Lego Star Wars kaufen. Ich würde sagen, wenn man eher was definieren würde, weswegen man die Sets kauft, wäre das, glaube ich, bei mir eher die Figuren. Ja, obwohl, der Aufbau ist natürlich auch immer sehr, sehr nice. Eigentlich so der Mix. Ich mache vielleicht mal hier oben eine Abstimmung. Dann könnt ihr mir mal sagen, was ist es denn bei euch? Kauft ihr die Sets wegen den Figuren? Wegen dem Aufbau? Also, oder beziehungsweise wegen dem, was ihr dann aufbaut? Oder ist es ein Mix? Oder kauft ihr es wegen der May the 4th Promo-Sachen? Schreibt, stimmt gerne oben ab. Nicht in die Kommentare schreiben. Da gibt es davon ein neues. Und ich werde dir heute alle in einer Übersicht geben. Wichtig, es sind nur die, die es auch tatsächlich erstmalig zu diesem Tag gab. Nicht irgendwelche Lagerleerräumungen, die es halt nochmal... Die Figur habe ich tatsächlich, den Kessel Mineworker. Sehr, sehr schöne Figur, sehr detailliert. Auch sehr, sehr cooler Kopfprint. Nur zum Display leider nicht so geeignet. Hier, das ist nämlich ein Aufkleber. Da haben die sich die Prints gespart. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne auch nicht so viele Leute, die jetzt
sich Figuren irgendwie als Display hinstellen, sondern ja eher die Sets, denke ich mal, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. obendrauf dazu gibt, weil sie halt gerade da sind. Fangen wir direkt an. Im Jahr 2011 gab es Und vielleicht für viele 2011 das beste Jahr. erste Mal eine May the Force Promo-Aktion, und zwar mit dem Shadow ARF Trooper. Es Sehr, gab sehr auch schön, schon mal wirklich. einen normalen weißen ARF Auch Trooper. ein sehr, sehr schönes Diesmal war der Battlepack. halt in. Generell diese ganzen die Jahre mit dem Phase 1 Rex hier, Clone Wars, auf dem Boxart hier mit diesem bläulichen im Hintergrund. Sehr, sehr nice Zeiten auf alle Fälle. 2010, 11 war das ja, glaube ich. Auf alle Fälle sehr, sehr nice. Schwarz und nannte sich dann Shadow ARF Trooper. Der ist auch relativ teuer, wenn du den heutzutage Ja, noch haben sehr willst. teuer. Denn damals war das, glaube ich, nicht so relativ bekannt und die waren nur sehr, sehr limitiert. Ist es ja heute immer noch, nur glaube ich in höherer Stückzahl, wenn ich mich recht entsinne. Achso, was ich übrigens noch nicht gesagt habe, ihr kriegt diese May the Fourth Promo-Sachen, habt ihr immer ab einem bestimmten Einkaufspreis dazugekriegt. In diesem Jahr war es jetzt 75 Euro beispielsweise. Zum Shadow ARF Trooper noch, was ich auch sehr, sehr schön finde, sind diese bläulichen Akzente hier. Jetzt sind wir schon wieder bei Blau. Denn ich habe tatsächlich festgestellt beim Shadow Stormtrooper von dem 20th Anniversary Dropship vom letzten Jahr. So ganz nur einfarbige schwarze Figuren finde ich nicht so nice. Also das heißt nicht so nice. Aber halt irgendwie, wenn die ein bisschen Farbe noch mit dazu kommen, finde ich das irgendwie schöner. Das hat die Figur hier. Im Jahr 2012 gab es dann ab 55 Euro Einkaufswert. Ah, seht ihr. Also ist nicht in jedem Jahr 75 Euro Einkaufswert gewesen, sondern eben auch niedriger. Sieht man mal. Lego ist teurer geworden und wird vermutlich in Zukunft auch noch teurer werden. Aber ja, was willst man machen? Einen TC-14 Protokolldroiden, so ähnlich wie C-3PO. In Chrome, deswegen sehr besonders. Nur das Besondere an diesem Droiden war, dass er in Silber gekommen ist. Ja, das ist eben dieser Chrome-Look, halt, das ist so ein bisschen leuchtender, was heißt leuchtender, sondern shiniger wirkt. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Minifigur. Viele wünschen sich ja, glaube ich, auch einen Chrome Captain Phasma. Bei Chrome ist ja bloß das Ding, bei Aufklebern wird ja oft gemeckert, dass die Prints für Lego gar nicht so viel teurer wären. Bei Chrome ist es allerdings, nach dem, was ich gehört habe, schon so, dass es für Lego ein Stück teurer sein soll, auf alle Fälle Chrome zu machen. Das heißt, er hat so schön geglänzt und ich finde, das macht Lego-Figuren immer sehr begehrt. Ich denke auch, wenn du jetzt so auf eBay guckst und so zwischen 30 und 40 Euro liegt die Figur. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die sehr, sehr teuer ist. Auch nice hier mit den Augen. Natürlich interessant auf alle Fälle. Das Einzige, was man vielleicht an der Figur kritisieren kann, oder zwei Punkte sogar, ist erstens mal, dass die Hände nicht in Chrome sind. Ja, kann man vielleicht sagen, dass es ein bisschen komisch aussieht, dieser Kontrast hier von diesem hellgraues, glaube ich, Light Bluish Gray, mit dem Chrome Arm. Und vielleicht eben, was jetzt kein Kritikpunkt an der Figur an sich ist, aber man kann durchaus kritisieren, dass sie jetzt irgendwie einfach so einen random Droiden genommen haben und den in Chrome gemacht haben und keinen Chrome C3PO, also so einen wirklich leuchtenden goldenen C3PO. Das würden sich, glaube ich, auch sehr viele Leute wünschen, mich eingeschlossen. Also fände ich wirklich sehr, sehr cool, dass vielleicht die zwei Punkte, die man an der Figur kritisieren kann. Ungefähr finde ich eine super coole Minifigur, hat auf jeden Fall was, möchte ich mir auch noch irgendwann besorgen. Außerdem gab es dann im Jahr 2013 ein Hoss Han Solo. Han Solo hat diesmal so eine hat sein Hoss Outfit an, seinen Schneeanzug. Ja, ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. May the Fourth sollte eine gewisse Exklusivität bieten, was hier natürlich leider nicht so stark gegeben ist. Hoth Han Solo gab es, glaube ich, 2009 in dem Set und dann noch 2016 in dem Hoth Attack und dann noch zusätzlich in dem UCS in Anführungsstrichen, Hoth Set. Und das ist natürlich. Es ist eine schöne Figur. Ich glaube, der Torso und der Beinprint sind auch exklusiv, glaube ich. Aber natürlich
Es ist eine Figur, die einfach bei May the Fourth nichts zu suchen hat. Meiner Meinung nach. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Der war so etwas braun. Normalerweise war der immer in so einem. Ja, das ist eben dieses Set von 2009. Hier auch noch mit diesem alten Originaltrilogie Boxart. Sehr, sehr schön auf alle Fälle. Dunkleren Blau. Und außerdem konnte. Auch wenn natürlich die alten Figuren nicht ansatzweise so detailliert waren, wie sie jetzt heute sind. Man seinen Kopf noch rumdrehen, und dann hatte er so eine Schneemaske vorm Gesicht, wie man das aus dem Film kennt. Interessante Minifigur auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall war die nächste im 2014 noch viel spannender. Da Mein Favorit, was jetzt kommt. gab es nämlich Darth Revan. Darth Revan und kommt, glaube ich, aus dem The Old Republic Videospiel. Super cool. Ist gar nicht so bekannt als. Ja, leider nicht so bekannt. Nur bei absoluten Star Wars Hardcore-Fans, glaube ich. Ja, sehr, sehr schade, weil es ist sehr, sehr cool. Ich habe das Videospiel nicht gespielt, aber es gibt ja diesen kleinen Film da von Old Republic und der ist wirklich sau cool. Wenn ihr den nicht kennt, checkt den auch gerne mal ab. Und ja. Ja, eben wahrscheinlich wegen der fehlenden Bekanntheit, weil es eben nicht so im Mainstream verankert ist, verankert war, wie die anderen, wie die richtigen Filme halt, dann wahrscheinlich auch die Sets ja relativ gefloppt, leider. Deswegen gab es am Ende des Tages leider nur vier Sets, plus hier eben diesen Darth Revan. Und ja, finde ich sehr, sehr schade. Ich mochte den Film sehr und auch die Sets fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Allerdings jetzt werden wahrscheinlich eh keine mehr dazu kommen, weil ja jetzt eben seit der Übernahme von Disney ja leider Old Republic auch Legends ist. Und Lego macht ja generell sehr ungern Sachen, die nicht im Kanon oder so sind. Minifigur, finde ich. Aber Ja, hier sehen wir die Figur jetzt auch nochmal im Detail. Sehr, sehr schöner Torso-Print. Generell immer rot zu schwarz. Sehr, sehr cooler Kontrast. Auch die Beine, glaube ich, sehr detailliert, relativ noch für die Zeit. Und vor allem der Faceprint natürlich sehr, sehr cool. Und er hat ein Cape. Wenn er ein Cape hat, ist er automatisch cool. Oder cooler. Und natürlich noch rotes Lichtschwert natürlich. Sith. trotzdem eine begehrte May the Force Minifigur, denn der Wert von dieser Auch sehr, Figur sehr ist teuer. auch sehr gestiegen. Nur so mal nebenbei, wenn du irgendwelche Meinungen zu den May the Force Figuren hast oder irgendwelche Ideen. Ja, hier jetzt sieht man auch nochmal Captain Phasma. Würden sich wahrscheinlich auch viele Chrome wünschen, weil sie ja auch in den Film ich finde das Wort nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen glänzendere Rüstung hat. Und ja, jetzt im Moment hat sie ja dieses Perlgrau, also dieses Pearl Dark Grey, glaube ich. Sieht auch cool aus, aber natürlich in diesem glänzenderen wäre es natürlich noch mal cooler. Ideen vielleicht, was Lego im nächsten Jahr machen könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zum Jahr 2015. Da gab es dann Admiral Yularen. Soweit ich weiß, kommt er aus der Star Wars Rebels TV-Serie. Aber nicht nur. Tatsächlich auch eine Figur, die eben ziemlich underrated wird, meiner Meinung nach. Warte, sagt er hier noch Denn was? wenn wir hier den Polybag angucken, der ist auch mit. Nee. Das ist eben genau das Ding, glaube ich, bei der Figur gewesen. Er sagt jetzt hier Star Wars Rebels, eben ja hier auch das Rebels-Logo, beziehungsweise das ist ja das Logo von den 2015er Boxen, bevor dann die Sets zu das Erwachen der Macht kamen. Admiral Learn kommt eben nicht nur in Rebels vor, sondern eben auch in The Clone Wars. Da spielt er eine nicht unwesentliche Rolle. Und vor allem eben auch in Star Wars 4. Da zwar nur ganz kurz, aber in einer durchaus ikonischen Szene, würde ich zumindest sagen. Nämlich in diesem Konferenzraum, wo mit Tarkin und Vader, wo Vader diesen einen imperialen Offizier wirkt. Da ist er tatsächlich auch dabei, der gute Admiral. Und ja, ich finde irgendwie genau das sollte irgendwie May the Fourth sein. Irgendwie was für Star Wars Hardcore-Fans, die eben sowas, so Anekdoten halt kennen, irgendwie halt verschiedene Easter Eggs und so. Das finde ich sollte genau der May the Fourth sein und deswegen ist das für mich eine sehr, sehr gute May the Fourth Minifigur, auch wenn vielleicht einige sich was anderes gewünscht hätten. Diesem Rebels-Logo oben drauf und dem Rebels. Ja, wie gesagt, das ist dieses 2015er Boxart.
Design. Er ist außerdem hier so in weiß mit weißen Haaren. So gibt es ihn nicht im offiziellen Star Wars-Film. Ja, mit den weißen Haaren gibt es ihn schon im Film. Ich glaube, im Film hat er aber, glaube ich, ein dunkelgraues Outfit an. Ich weiß es nicht genau. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal in der Serie, also ich habe die Serie leider nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht hundertprozentig. Ich habe Rebels tatsächlich gesehen. Durch die erste Staffel ein bisschen durchgequält, aber danach fand ich, wurde es eigentlich ganz gut. Nicht genau. Dann sind ja auch diese ganzen Clone Wars Charaktere so nach und nach noch dazu gekommen, muss man auch dazu sagen. Trotzdem, ja, eine nette Beigabe finde ich jetzt eher weniger begehrt. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Wenn man halt diese Anekdoten nicht kennt, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen lame ist, halt einfach so ein Offizier. Gut. Aber der hat einen Namen, gut, aber ist halt nur ein Offizier. Aber wenn man halt diese Anekdoten kennt, dann ist es, glaube ich, schon eine coolere Minifigur. Trotzdem nette Beilage, aber nicht so begehrt wie die anderen May the Force Minifiguren. Dann zum Jahr 2016. Das war tatsächlich das letzte Jahr, Ja. in dem wir eine Minifigur als May the Force Promo bekommen haben. Und zwar war das diesmal ein First Order Heavy Assault. Ja, das ist das gleiche, was ich schon mit Han Solo gesagt habe. Keine Exklusivität, beziehungsweise eine Mini-Exklusivität, genau wie beim Han Solo halt ein bestimmter Torso-Print. Es gab ja diese mit diesen Westen, gab es ja im First Order Battle Pack von 2016. Der hat hier aber eben dieses hier noch mit dabei. Ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Wolltet ihr unbedingt schon mal 75, oder ich weiß nicht, wie viel es 2016 war, 75, ich sage jetzt mal 75 € für einen First Order Stormtrooper ausgeben? Also klar, ihr habt dann noch Sets dazu bekommen, aber eben unrabattiert. Und ja, das Ding ist ja vor allem, ich glaube, das Ziel bei Stormtroopern ist es doch, eine Armee von Figuren zu bekommen, die genau gleich aussehen. Würde ich jetzt denken. Ist ja auch das Ziel bei Klonen oder bei Stormtroopern. Bei Stormtroopern fuckt es ja auch übel ab, dass die da alle 2 Jahre irgendwie das Stormtrooper-Design wechseln. Also, verstehe ich nicht. Ich meine, davon kann man ja dann auch keine Armee aufbauen. Dann hast du halt einen besonderen Stormtrooper. Aber da frage ich mich halt wirklich, will jemand von euch sowas? Oder wollte jemand von euch sowas? Weiß ich nicht. Stormtrooper, das war eigentlich so ein First Order Stormtrooper, der noch so einen Rucksack auf hatte und ein bisschen gepanzert war. Fand ich jetzt auch nicht so wirklich besonders. Und ich habe das ja auch nichts gekauft beim May the Force, weil es halt nicht so besonders war. Aber Ich rede hier schon so lange. es gab in Wahnsinn. ausgewählten Lego Stores ein VIP-Event, zu dem dann VIP-Lego-Kunden eingeladen wurden. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen sputen hier. Und dort gab es dann ab einem 125 € Einkauf das Escape the Space. Also wer dafür 125 € ausgegeben hat, dem wünsche ich eine gute Reise. Ja. Was soll ich sagen? Kann man sich aus Einzelteilen nachbauen, weiß ich nicht, wie viel das kostet. Aber ganz kurz, ich finde es auch wirklich nicht schön. Ich finde, es sieht wirklich hässlich aus. Vielleicht das Beste, was man hätte machen können für so eine Mini-Ausgabe von dieser Szene, eben wo die vom Millennium Falcon fliehen, da aus dieser Höhle. Aber ich finde, es sieht nicht schön aus. Set. Ja, das war damals erstmalig auf der Comic-Con verfügbar. Oder ich glaube, Star Wars Celebration war es sogar. Das ist die Szene aus dem fünften Teil, wo der Millennium Falcon vor diesen Weltraumwürmern flieht. Interessanter kleiner Minibild. Falls du es dir nachbauen willst, du brauchst nicht dieses Set zu kaufen. Das kannst du auch ganz einfach bei Bricklink dir die Teile bestellen und Ja, dann das habe ich nachbauen. auch schon gesagt. Im Jahr 2017 war dann das erste Jahr mit einer baubaren Figur, und zwar mit R2-D2, dem Astromech-Droiden. Ich finde, der sieht einfach nur pottenhässlich aus. Ja Also gut, hier. bedrohen Ich glaube, dazu brauchen wir BB-8, jetzt so schön war die Figur. nichts sagen. 2017 und 2018. Puh, BB-8 und R2-D2. Das Einzige, was vielleicht begehrenswert daran ist, sind diese bedruckten Teile. Aber damit kannst du ja eigentlich auch nicht mehr anfangen, als BB-8 zu bauen. Aber wer will das? Wer will das? Ich finde generell jetzt ja auch die neuen Harry Potter Sets.
auf dem Markt, da diese Buildable-Figur, diese große, finde ich auch nicht nice. Finde ich einfach nicht nice. Ich verstehe nicht, was das soll. 2017, 2018. Springen wir zurück. Lange Zeit. 2017. Gerade Rogue One raus. Fallen mir direkt zwei Charaktere ein. Saw Gerrera und Galen Erso, die wir beide nicht in einem einzigen Set bekommen haben. 2018, Episode 8. DJ fällt mir direkt ein. Der Codeknacker. Ist dann ja noch in einem Polybag gekommen. Aber warum nicht das hier in Polybag machen? Für die, die es wollen. Aber für die Fans, die wirklich, für die der Made of War vielleicht auch was Besonderes ist. Für mich ist es jetzt nicht so was Besonderes, aber es gibt sicherlich Leute, für die das was richtig Besonderes ist. Warum nicht den da reinhauen? Versteht nicht. Oder eben Chrome Captain Phasma. Jetzt auch nicht aus. Und von daher habe ich es damals auch gelassen mit dem Maze of Force Einkauf. Aber Kann ich jetzt kommen verstehen. wir zu Also ich habe in dem 2019. Jahr auch nichts Da gekauft. hätte jeder wohl erwartet, dass es einen baubaren C3PO gibt, der dann mit dem R2D2 und dem BB-8 gut zusammenpasst. Aber nein. Baubarer C3PO und dann ab in die Wüste auf einen gemütlichen Wochenendtrip. Es gab ein komplettes Set und zwar Battle of Hoth. Also so ein schönes kleines Mini-Build-Set mit zwei exklusiven bedruckten Teilen, einem AT-AT und zwei kleinen Snowspeedern und diesmal auch einem Schildgenerator mit vier Schilden. Ein Wunder, wenn du das gerne dir näher anschauen möchtest. Ich habe mir das direkt zum 3. Mai geholt und habe direkt ein Review dazu hochgeladen. Kannst du dir gerne anschauen. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich mit dem Set eigentlich relativ zufrieden bin. Ich hätte zwar gerne noch eine exklusive Minifigur gehabt, so wie beim Avengers Tower und bei der Winkelgasse. Finde ich, hätte das dann noch. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr nice gewesen. Aber ich finde, dafür, dass es so mini ist, im Vergleich zu dieser Flucht vom Millennium Falcon aus der Höhle, sieht es auf alle Fälle schon sehr, sehr viel nice aus. Und ich finde es auch immer irgendwie faszinierend, wie das so gebaut ist hier aus so Einzelteilen, einfach so eine wirkliche Oberfläche. Es sieht ja wirklich wie so eine Oberfläche von so einem Planeten aus. Das finde ich sehr, sehr cool, was ja auch bei Mox immer viel gemacht wird. Ich könnte sowas nicht. Deswegen, das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Der AT-AT finde ich auch, sieht auch echt gut aus. Kommt hier noch was? Ja. Da will ich euch nämlich auch gleich noch was zeigen. Gut reingepasst. Hier. Der Stein hier, der Slope, der ist tatsächlich bedruckt und exklusiv. Den gibt es nur in diesem Set. Was sehr selten ist bei Star Wars. Bei Star Wars gibt es ja selten, leider, sehr, sehr selten Prints, die wirklich exklusiv sind. Es gibt ja diese Standard-Prints, irgendwie diese Control-Panels, aber so wirklich exklusive Prints gibt es ja leider selten bei Lego Star Wars. Hier ist einer davon. Wenn ihr den haben wollt, dann könnt ihr euch den Stein einzeln kaufen oder kauft euch das Set gebraucht oder eben noch neu versiegelt. Ist dann aber ein bisschen teuer. Aber worüber beschwert man sich? Das Set macht sehr viel Spaß zu bauen und für ein Gratis-Set hat man sehr viel Wert in der Hand. Auch wenn es natürlich nicht so cool ist wie eine Figur. Sind wir uns da einig? Schreibt es in die Kommentare. Fördert den Algorithmus. Ja, das waren alle Maze of Force Promotions. Schreib mir jetzt bitte in die Kommentare, welches dein Lieblings-Maze of Force Promos ist. Also mein Favorite auf alle Fälle Darth Revan. Ich kann aber verstehen, wenn man den Shadow Arf Trooper am coolsten findet. Auch wenn man da natürlich wieder die Kritik anbringen kann, dass man sich da keine Armee aufbauen kann. Erst recht heutzutage nicht. Aus May the Fourth Sicht vielleicht sogar Admiral Yularen der Favorite, weil eben du da die Sache mit den Easter Eggs hast, mit diesen vielen Anekdoten, was ich halt als Star Wars Fan sehr, sehr cool finde. Ihr könnt auch mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, welches euer Favorit ist und was ihr vielleicht mal gerne als May the Fourth Promo sehen wollen würdet. Set war. Ich muss sagen, meins war auf jeden Fall der Shadow Arf Ja. Trooper, weil ich ein großer Kann ich auf jeden Fall verstehen. Clone Wars Fan bin. Und ansonsten empfehle ich dir jetzt noch den WhatsApp Brickletter dir zu holen. Das ist ein. Okay, das war's dann mit dem Video, würde ich sagen. War jetzt sehr, sehr lange. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das andere Video jetzt heute mal nicht an. Aber ihr könnt sehr gerne einen Like da lassen, wenn ihr noch meine Meinung zu dem May the Fourth Promo Set von diesem Jahr sehen wollt. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, The Brickpire Strikes Back.